Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video soll es um die neueste Eventwoche gehen, die Rockstar Games gestern gestartet hat. Und ich möchte euch zwei Methoden zeigen, mit denen ihr leicht und schnell viel Geld in GTA Online bekommen könnt. Aber fangen wir zunächst einmal mit der aktuellen Eventwoche an, die gestern gestartet hat. Und diese geht noch bis nächste Woche Mittwoch, bis zum 22. März. Leider ist diese Eventwoche in dieser Woche jetzt nicht so groß wie in den vergangenen Wochen, aber immerhin bekommen wir in dieser Eventwoche einige gute Rabatte, und zwar gibt es 25% Rabatt auf all die Gegenstände, die ich euch jetzt aufzähle, und zwar sind das alle Stelzenhäuser und alle Penthouse-Apartments, der Progen T20, alle Motor- und Turbomodifikationen, Auspuffe und Spoiler im Los Santos Customs, die Maschinenpistolen und die Panzerungen im Armo Nation und die komplette Kleidung aus dem Import- und Export-DLC. Besonders gut finde ich jetzt hier den Rabatt auf dem T20, da ich finde, jeder GTA-Spieler sollte in seiner Garage einen T20 haben, und wenn man ihn jetzt noch nicht hat, kann man ihn sich jetzt ohne Probleme kaufen. Kommen wir aber nun zu den beiden Methoden, mit denen ihr leicht und schnell viel Geld in GTA Online bekommen könnt, und zwar gibt es jetzt bis nächste Woche Mittwoch doppeltes Geld und doppelte RP auf die 20 neuen Stuntrennen, die mit dem Update neu ins Spiel gekommen sind. Und ich muss ehrlich sagen, hier könnt ihr wirklich richtig viel Geld verdienen, wenn ihr diese Rennen mit einigen Freunden zusammen fahrt und wenn ihr dann auch noch am Ende gewinnt oder wenigstens im oberen Bereich landet. Denn ich habe gestern einfach mal auch so ein Rennen gefahren, welches ich dann im Endeffekt gewonnen habe, und dort habe ich dann im Endeffekt über 50.000 GTA-Dollar bekommen, und das nur, weil ich 5 Minuten lang dieses Rennen gefahren bin und dieses dann halt am Ende gewonnen habe. Solltet ihr auf jeden Fall auch mal machen, und selbst wenn ihr nicht gewinnt, bekommt ihr am Ende trotzdem noch richtig gutes Geld. Die zweite Methode, mit der ihr auch richtig gutes Geld machen könnt, ist das neueste Premium-Rennen, welches Rockstar Games gestern ebenfalls neu ins Spiel gebracht hat, und zwar müsst ihr hier das Rennen Redneck mit dem Rocket Voltic über 3 Runden fahren, und wenn ihr dieses gewinnt, bekommt ihr dafür 100.000 GTA-Dollar. Und wenn ihr Zweiter werdet, bekommt ihr 30.000 GTA-Dollar, und wenn ihr Dritter werdet, bekommt ihr immerhin noch 20.000 GTA-Dollar. Der einzige Nachteil hierbei ist aber, dass ihr 20.000 GTA-Dollar selber erst einmal einsetzen müsst, um an diesem Rennen teilzunehmen, und wenn ihr dann halt nicht unter die ersten 3 kommt, verliert ihr euer Geld. Ich habe das Premium-Rennen gestern auch 2-mal gefahren, und ich muss ehrlich sagen, dieses Rennen war echt leicht, und dort bin ich einmal Erster geworden und einmal bin ich Zweiter geworden. Also dürfte das Rennen für die Rennfahrer unter euch auf jeden Fall machbar sein. So Leute, das waren jetzt aber auch schon alle neuen Informationen rund um GTA Online, die ich für euch hatte, und deshalb bin ich nun mal raus. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like da, und wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann abonniere mich kostenlos, denn dann wirst du in Zukunft nichts mehr in GTA Online verpassen, und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.